Willkommen zum zweiten Video-Input im Seminar Grammatik. Heute steht die Wortbildung auf dem Programm, also das erste Verfahren, das erste morphologische Verfahren, mit dem wir uns umfangreicher auseinandersetzen werden. Anschließend folgt auch noch die Flexion, aber nicht in dieser Sitzung und auch noch nicht in der nächsten. Hier ist die Literaturgrundlage für die heutige Sitzung. Auch hier gilt wieder, dass mein Input-Video die Lektüre dieser Grundlage nicht ersetzt, sondern die Inhalte dieses Textes für Sie aufbereitet. Die Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen werden, sind: Wie und nach welchen Regeln funktionieren die wichtigsten Wortbildungstypen? Dann, wie lässt sich Wortbildung im Lexikon modellieren und wie funktioniert die Komposition im Detail und welche Typen unterscheidet man dabei? Die Komposition ist dabei eins der Wortbildungsverfahren. Wir beginnen mit verschiedenen Wortbildungstypen. Beim letzten Mal hatte ich Ihnen ja schon gesagt, dass man die Morphologie einteilt oder morphologische Prozesse einteilt in Flexion und Wortbildung. Die Flexion hatte ich Ihnen vorgestellt als die Bildung der Wortformen eines Lexems, zum Beispiel die Deklination von Nomen, Fliege, die Fliege, der Fliege und so weiter, die Fliegen. Und die Wortbildung, das ist die Bildung eines Lexems durch die Veränderung eines schon bestehenden Lexems. Zum Beispiel Fliegendreck aus Fliegen und Dreck und Nachfliegen aus Nach und Fliegen. Und die Wortbildung, die kann man jetzt unterteilen in verschiedene Typen der Wortbildung. Ein erster Wortbildungstyp ist die Komposition. Dabei wird ein Wort aus zwei oder mehr schon vorhandenen Wörtern gebildet, also bestehende freie Wörter. Fliege und Dreck kombiniert zu Fliegendreck. Dann die explizite Derivation oder bloß Derivation. Das ist die Bildung eines Worts aus einem Wort und einem Derivationsaffix. Auch das haben wir im ersten Input-Block schon angerissen. Nachfliegen oder Verfolgung. Da haben wir gleich zwei Derivationsaffixe, ein Präfix und ein Suffix. Dann die Konversion, auch implizite Derivation genannt. Dabei handelt es sich um den Wechsel der Wortart eines Wortes, also wenn wir aus Fliegen Flug machen, aus Ton Tönen oder Tönern und aus dem Adjektiv tief das Nomen die Tiefe. Und die Konversion beinhaltet immer einen Stammvokalwechsel. Die Kontamination ist ein weiterer Wortbildungsprozess. Dabei verschmelzen zwei Wörter und dabei wird etwas vom Originalmaterial der Wörter gelöscht. Also wir können zum Beispiel chillen und relaxen kontaminieren und bekommen dabei chillaxen. Und dabei löschen wir von chillen die Infinitivendung. Und dann haben wir noch etliche Kürzungsverfahren. Da haben wir zum einen die Kürzung Uni und Auto, gekürzt von Universität und Automobil. Davon unterschieden die Abkürzung HIV, FC und IT, wo wir hier die Anfangslaute der Langversion dieser Wörter benutzen, um sie als Abkürzung auszusprechen. Das unterscheiden wir dann nochmal von einem Akronym. Da haben wir auch die Anfangslaute bzw. Buchstaben von längeren Wörtern, aber hier kombinieren wir phonologisch
Die kombinieren wir phonologisch wiederum zu einem Wort. Die sprechen wir kontinuierlich aus, also GIS, AIDS und DIN. Zum Beispiel für geografisches Informationssystem und deutsche Industrienorm. Und dann haben wir noch die Rückbildung. Da haben wir zum Beispiel bei Uraufführen, da haben wir ein zugrunde liegendes Nomen, Uraufführung, von dem zurückgebildet wurde das Verb Uraufführen, und auch dabei wurde Material gelöscht, nämlich das Ung aus der Uraufführung, und das wurde ersetzt durch was Kürzeres, nämlich die Infinitivendung des Verbs Uraufführen. Wir beschäftigen uns im Folgenden vor allem mit der Komposition und der Derivation im Sinne von expliziter Derivation. Schauen wir uns zunächst ein paar Wortstrukturen an, damit deutlich wird, warum eigentlich solche Wortbildungsverfahren, warum man die so differenzieren muss und warum das eigentlich strukturierte Prozesse sind. Schauen wir uns zunächst mal ein einfaches deriviertes Wort an wie Kindlichkeit. Was wir hier finden ist, wir haben hier eine nominale Basis, also eine Wurzel, die ein Nomen ist, Kind, und da hängen zwei Derivationssuffixe dran, nämlich Lich und Keit. Jetzt können wir mal gucken, wie man diese drei Elemente kombinieren kann. Und wir finden, dass Kindlichkeit die einzige mögliche Kombination ist, die wir als wohlgeformt betrachten würden. Denn wenn wir anders kombinieren, diese drei Morpheme, also die Wurzel und die Affixe bzw. Suffixe, dann bekommen wir sowas wie Kindkeitlich, Lichkeit, Kind, Keit, kindlich und so weiter und so fort. Und davon ist keine Kombination wohlgeformt, außer eben die Kindlichkeit. Wie kommt diese Kombination zustande? Wir haben zunächst eine nominale Wurzel namens Kind, und da fügen wir ein Suffix an, ein Derivationssuffix Lich, und resultieren tut hier ein Adjektiv, das kindlich heißt. Das heißt, wir haben eine nominale Wurzel und ein Suffix Lich, und wenn wir die kombinieren, dann haben wir kein Nomen mehr, sondern auf einmal ein Adjektiv. Und wenn wir da jetzt wiederum ein Suffix namens Keit dranhängen, dann haben wir wieder eine neue Einheit, und das ist jetzt aber auch wiederum kein Adjektiv mehr, sondern das ist ein Nomen. Und diese Ableitung eines Adjektivs aus einem Nomen, die Lich verursacht, das ist also eine Leistung dieses Suffixes Lich, ein Adjektiv abzuleiten, und Keit leitet dann wiederum ein Nomen ab. Wir können das auch so darstellen. Wir bekommen aus Kind plus Lich ein Adjektiv aus einem Nomen und einem Suffix. Und wenn wir dieses Adjektiv nehmen und wiederum ein Suffix dranhängen, dann bekommen wir ein Nomen. Aus Kind wird kindlich durch das Suffix Lich, und aus kindlich wird Kindlichkeit durch das Adjektiv kindlich plus Suffix Keit. Und das Keit macht daraus ein Nomen. Wenn wir das in dieser Baumstruktur darstellen, dann können wir die Elemente in diesem Baum benennen. Dieser oberste Knoten, der ein Nomen ist, das für Kindlichkeit oder das Kindlichkeit repräsentiert, das nennt man die Mutter, und die Mutter dominiert Adjektiv und Suffix in diesem Fall, und Adjektiv und Suffix sind hier Schwestern zur Mutter. Die Abfolge sieht so aus, dass das Nomen Kind dem Suffix Lich vorangeht, und Lich geht Keit
voran. Das heißt, es gibt ein Präzedenzverhältnis zwischen Nomen und Suffix, in dem das Nomen dem Suffix vorangeht. Und dieses Suffix geht wiederum dem Suffix -keit voran. Und da spricht man von Präzedenz. Man sagt, das Adjektiv und das Suffix, das seien unmittelbare Konstituenten der Mutter, oder diese Schwestern sind unmittelbare Konstituenten des obersten Knotens. Und das Nomen Kind und das Suffix Lich, das sind wiederum auch unmittelbare Konstituenten des Adjektivs. Das Nomen und das Suffix, diese bilden jetzt wiederum vermittelt durch das Adjektiv mittelbare, die bilden mittelbare Konstituenten des Nomens an der Spitze. Schauen wir uns mal eine Komposition in dieser Art an. Wir haben hier das Kompositum Mädchenhandelsschule und hier sehen wir, dass wir eine Komposition haben aus Handels und Schule. Daraus resultiert ein größeres Nomen, ein komponiertes Nomen, eine Komposition Handelsschule. Und diese Handelsschule wird wiederum kombiniert mit einem weiteren Nomen, Mädchen. Und daraus resultiert wiederum ein noch größeres Nomen, die Mädchenhandelsschule. Das ist jetzt allerdings nicht die einzige Art und Weise, wie man diese Komposition gestalten kann. Mädchenhandelsschule ist mehrdeutig und man hätte diese Komposition auch anders vornehmen können, nämlich so, dass man zunächst Mädchen und Handel kombiniert und dann bekommt man als übergeordnetes Nomen den Mädchenhandel und das kombiniert man dann mit Schule, um das übergeordnete Nomen Mädchenhandelsschule zu bekommen, in dem Sinne, dass das eine Schule für Mädchenhandel ist. Das hier auf der linken Seite haben wir die Mädchenhandelsschule. Das ist eine Handelsschule für Mädchen. Und je nachdem, wie man die Komposition vornimmt, also welche beiden Nomen man zuerst kombiniert, danach richtet sich, welche Lesart letztlich daraus resultiert. Auf der linken Seite haben wir zuerst Handel und Schule komponiert und auf der rechten Seite haben wir Mädchen und Handel zuerst komponiert und dann haben wir beide jeweils mit dem noch verbleibenden Nomen kombiniert und das hat semantische Effekte. Schauen wir hier auf Handelsschule nochmal genauer, dann sehen wir, dass das ja eigentlich nicht die Komposition aus Handel und Schule ist, sondern da ist noch ein drittes Element vorhanden und das ist ein sogenanntes Fugenelement, das Fugen-S, denn das Kompositum heißt Handelsschule. Das ist hier als Fugenelement angegeben und zwar deswegen, weil das kein Morphem ist, das hat nämlich keinen semantischen Inhalt und deshalb kann man das nicht als Morphem bezeichnen, sondern das ist ein phonologisch motiviertes Verbindungselement. Und in dieser Struktur hier ist das auch, bildet das eine Einheit zusammen mit dem Nomen links davon oder mit dem präzedierenden Nomen, Handel, und keine Einheit mit dem folgenden Schule. Das ist dadurch motiviert, dass das Fugenelement von dem vorangehenden Element festgelegt wird und nicht von dem darauffolgenden. Wenn wir eine Konversion haben, dann stellen wir das so dar, dann haben wir keine Baumstruktur. Flug leiten wir als Nomen ab von einem Verb fliegen und das würde man dann so darstellen, das ist jetzt eine reine Konvention, Entschuldigung, dass man das so darstellt. Deswegen zeige ich Ihnen das auch. Und tief, das wäre ein Adjektiv, das aus einem Nomen abgeleitet wäre oder
konvertiert wäre. Dann gibt es noch den Spezialfall einer Derivation mit einem Zirkumfix. Das Zirkumfix, wie Sie aus dem vorherigen Input wissen, das ist ein Affix, das aus zwei Elementen besteht, die ihren Stamm oder ihre Wurzel umgeben. Hier haben wir das Beispiel gerenne oder geflogen. Und hier sehen wir dieses ge und dieser hintere Teil des Zirkumfixes, die gehören zusammen. Und da die umgeben also ihren Stamm und das muss man dann auch so irgendwie visualisieren. Und dafür habe ich hier die gestrichelten Linien benutzt. Was daraus resultiert ist, dass wir hier eine Verzweigung in diesem Strukturbaum haben, die ternär ist, also eine dreifache Verzweigung. Hier 1, 2, 3. Und ich würde mal sagen, normalerweise haben wir es bei den Wortbildungsprozessen mit binären Verzweigungen zu tun, wie hier. Also Nomen plus Nomen ergibt Nomen. Und dieses größere Nomen plus Nomen ergibt ein noch größeres Nomen. Hier haben wir es mit binären Verzweigungen zu tun. Insofern ist so eine ternäre Verzweigung bei einem Zirkumfix eine Ausnahme. Kommen wir zu Wortbildungsregeln. Sie haben gesehen, dass nicht alle Wortbildungen möglich sind, sondern dass die Restriktionen unterliegen. Wie kann man die beschreiben? Hier haben wir wieder die Mädchenhandelsschule in der Lesart, dass es sich um eine Handelsschule handelt, und zwar für Mädchen. Und Sie sehen, was hier passiert mit den drei zugrunde liegenden Wörtern, ist, dass sie so kombiniert werden, dass sie ein weiteres Nomen bilden. Und man kann das mit solchen Strukturregeln hier formulieren, die sowas besagen wie: Ein Nomen lässt sich auflösen oder expandiert in oder besteht aus einem Nomen kombiniert mit einem Nomen. Also Handelsschule besteht aus Handel kombiniert mit Schule. Und jetzt sehen Sie, wenn wir die Mädchenhandelsschule bekommen wollen, dann müssen wir diese Regel zweimal anwenden. Einmal, um aus Handel und Schule Handelsschule zu bekommen, und ein zweites Mal, um aus dem resultierenden Handelsschule auch noch die Mädchenhandelsschule zu bekommen. Man nennt das Rekursion. Das heißt, wir wenden diese Regel auf sich selbst an. Wir nehmen das Resultat der Anwendung dieser Regel und wenden die Regel auf das Resultat wiederum an. Und das ergibt dann eine Kategorie, die ein Exemplar ihrer selbst enthält. In diesem Falle ein Nomen, das ein Nomen enthält. Hier haben wir den Tischbein-Reparaturservice. Was wir hier machen müssen, ist zunächst Tisch und Bein zu kombinieren und dann die Reparatur und den Service. Und dann müssen wir die beiden Resultate aus den Schritten 1 und 2 in 3 wiederum miteinander kombinieren. Also Tischbein plus Reparaturservice, und dann bekommen wir den Tischbein-Reparaturservice. Auch eine rekursive Anwendung dieser expandiert in n plus n Regel. Man kann das jetzt sehr weit treiben. Schauen Sie sich das hier an. Krankenkassen Kostendämpfungsgesetzbeschlussvorlagenberatungsprotokoll Überprüfungsausschussvorsitzende. Das ist eine vielfache Anwendung genau dieser Kompositionsregel, dass ein n expandiert oder besteht aus n plus n. Und man kann das noch weiter treiben. Man kann am Ende auch wiederum anfügen: Überprüfungsausschussvorsitzendenbonus oder Überprüfungsausschussvorsitzendenbonusverweigerung oder Überprüfungsausschussvorsitzendenbonusverweigerungsvorbeschluss. Und man kann so weitermachen, und zwar virtuell
ad infinitum. Also natürlich kann das kein Mensch tatsächlich weitertreiben ad infinitum, aber es ist prinzipiell möglich. Bei diesen Komposita hier handelt es sich also um n plus n Komposita. Es gibt auch noch andere Typen von Komposita. Bei Tischbein-Reparaturservice haben Sie gesehen, da haben wir jetzt die Regel schon rekursiv angewendet. Andere Komposita-Typen wären zum Beispiel A plus N Komposita, Schöngeist aus dem Adjektiv schön und dem Nomen Geist, Abfahrt aus der Präposition ab und dem Nomen Fahrt und Schmiedekunst aus dem Verb schmieden und dem Nomen Kunst. Und jedes Mal resultiert daraus aber ein Nomen. Sie haben das jetzt schon gehört, man spricht das N plus N Kompositum oder NN Kompositum, AN Kompositum oder A plus N Kompositum und so weiter. Sie sehen, hier steht am Ende dieser Komposita steht immer ein N und das korrespondiert damit, dass das Ganze ein N ist, also ein Nomen. Wenn am Ende dieser Komposita ein Nomen steht, dann ist das Ganze auch ein Nomen. Und das hängt daran, dass dieses Element am Ende der Kopf, der sogenannte Kopf dieser Komposita ist. Also ein Tischbein-Reparaturservice ist eine Art von Service. Ein Schöngeist ist eine Art von Geist und eine Abfahrt ist auch eine Art von Fahrt und die Schmiedekunst ist eine Art von Kunst. Dass das hier grammatisch, dass die Nomen hier am Ende die Köpfe sind, das geht jetzt eben auch. Das geht damit einher, dass das ganze Element ein Nomen ist und auf semantischer Seite geht das damit einher, dass dieser Kopf festlegt, was für eine Art von Ding oder Gegenstand das Ganze ist, nämlich wenn es ein Nomen ist, eine Art von Gegenstand. Dass das nicht so sein muss, sehen Sie an den anderen Arten von Komposita. Wenn wir nicht schön Geist haben, sondern wunderschön, dann steht da das Adjektiv am Ende und dann ist das auch kein Nomen mehr, sondern im Ganzen ein Adjektiv. Und wenn wir Schmiedekunst, wenn wir das umdrehen und Kunstschmieden daraus bekommen, dann ist das Verb der Kopf und nicht mehr das Nomen. Und schon resultiert auch ein Handlungsverb. Diese Komposita, bei denen das so ist, dass das letzte Element darin der Kopf ist und die Kategorie des ganzen Kompositums auch festlegt, das nennt man Determinativkompositum oder diese Arten von Komposita nennt man Determinativkomposita. Daneben gibt es aber auch noch andere Komposita, wie diese hier, schwarz-weiß, süß-sauer, oder Spielertrainer, die anders funktionieren, die sind aber seltener. Was wir hier haben, ist bei Schwarz-Weiß zum Beispiel, dass da ein Adjektiv mit einem Adjektiv kombiniert wird und das Ganze ist auch ein Adjektiv, aber wenn Sie sich die Semantik anschauen, dann ist Schwarz-Weiß keine Art von Weiß und Süß-Sauer ist auch keine Art von Sauer und ein Spielertrainer ist auch keine Art von Trainer, sondern er ist eben auch ein Spieler und das Saure ist eben auch süß und das Weiße ist eben in bestimmter Hinsicht oder das, was schwarz-weiß ist, das ist eben nicht nur weiß, sondern eben auch schwarz. Und deshalb haben wir es hier nicht mit der Determinativkomposita zu tun, wo das erste angibt, was für eine Art von weiß oder so das zweite ist, sondern hier diese beiden Elemente sind nebengeordnet und deshalb kann man auch nicht davon sprechen, dass das letzte Element hier ein Kopf ist, sondern die sind entweder zweiköpfig, entweder sind das beides Köpfe oder es gibt überhaupt keinen Kopf. Und um Köpfe soll es jetzt im Weiteren auch noch mal kurz gehen.
Diese morphologischen Köpfe, die haben bestimmte wichtige Eigenschaften, die für die Struktur von Wörtern ganz entscheidend sind. Wir haben hier zwei Komposita, die ich eben schon genannt habe, nämlich ein VN-Kompositum Schmiedekunst und ein NV-Kompositum Kunstschmieden. Und wie Sie gesehen haben, ist das erste als Ganzes ein Nomen und das zweite ist als Ganzes ein Verb. Und das hängt eben genau an dem Kopf, nämlich daran, dass die Kunst im Falle der Schmiedekunst der Kopf ist und rechts steht und das Schmieden im Falle des Kunstschmiedens der Kopf ist und auch ganz rechts steht. Schauen wir uns weitere Beispiele an. Die Feinbackware, da sehen wir auf der linken Seite die Feinbackware, auf der rechten Seite der Brotbackautomat. So, was ist hier jetzt das Besondere? Sie sehen, dass Back jeweils in der Mitte steht. Aber Back hat hier, genau wie bei der Mädchenhandelsschule, Handel, unterschiedlichen Status in beiden Komposita. Auf der linken Seite bei der Feinbackware bildet Back zunächst einmal mit Ware zusammen ein Nomen. Und zwar ist das dann Backware, eine Art von Ware. Und auch hier steht die Ware dann auf der ganz rechts und bildet den Kopf dieses Kompositums Backware. Und auf der rechten Seite haben wir den Brotbackautomaten. Und hier ist es so, dass zunächst einmal Brot und Back ein Kompositum bilden, und zwar ein Verb, nämlich Brotbacken. Und in diesem Kompositum ist auch das rechte Element, also das Verb Back, der Kopf. Und in den beiden Komposita, links und rechts, ist es nun so, dass diese jeweils erste Kombination dann nochmal mit einem dritten Element kombiniert wird. Und auf der linken Seite ist es so, dass die Backware mit dem Kopf Ware kombiniert wird mit fein, mit dem Adjektiv fein, woraus resultiert, dass es Feinbackware ist. Aber sowohl Backware als auch Feinbackware sind Arten von Waren und deshalb ist auch bei der zweiten Regelanwendung wiederum die Ware der Kopf. Also der Ware ist Kopf von Backware und von Feinbackware. Auf der rechten Seite ist das anders. Bei Brotback, da haben wir gesehen, ist Back der Kopf, das rechte Element davon. Und Brotback wird dann wiederum kombiniert mit Automat. Aber in dieser Kombination ist nun der Automat der Kopf und nicht mehr Back. Und zwar auch aufgrund der Position ganz rechts. Der Brotbackautomat ist ein Gegenstand, das ist eine Art von Automat, aber nicht eine Art von Backen. Und so sehen Sie, wie die Köpfigkeit sich in dem Aufbau eines solchen Kompositums ergibt. Schauen wir nochmal auf das derivierte Nomen Kindlichkeit. Hier sehen Sie, dass das Adjektiv kindlich sich erstmal aus der Kombination von Kind und Lich ergibt. Und dass das Ganze ein Adjektiv ist und kein Nomen, das hängt an dem Suffix. Und das heißt, das Suffix Lich ist der Kopf des Adjektivs kindlich, weil Lich die Kategorie des zusammengesetzten Elements festlegt. In einem zweiten Schritt tritt dann Keit dazu und das ergibt ein Nomen, weil Keit jetzt der Kopf des Ganzen, der ganzen Zusammensetzung ist, der ganzen Derivation und für Kindlichkeit festlegt, dass es sich um ein Nomen handelt. Jetzt können wir hier ein bisschen näher bestimmen, welche Leistungen so ein morphologischer Kopf erbringt. Und hier bei diesen beiden Beispielen an der Kindlichkeit und an der Feinbackware
erkennen Sie, dass der Kopf die Kategorie des Ganzen bestimmt. Auf der linken Seite macht zunächst das Lich ein Adjektiv aus der Kombination mit dem Kind und dann macht die Keit in Kombination mit kindlich ein Nomen aus dem Ganzen. Und das ist das, diese Suffixe, das Können, das ist durch ihren Kopfstatus motiviert. Und auf der rechten Seite macht die Ware aus Backware ein Nomen. Das macht Ware Kraft seines Status als Kopf. Und dann macht Backware Kraft dessen Status als Nomen wiederum aus Feinbackware ebenfalls ein Nomen. Das sind die Eigenschaften von morphologischen Köpfen. Wir sehen noch mehr, wenn Sie sich anschauen, zum Beispiel, wir haben hier die beiden zusammengesetzten Nomen Kindlichkeit als deriviertes Nomen und Brotbackautomat als Kompositum. Und wir finden in Kindlichkeit schon unten ein Nomen, nämlich Kind. Wenn Sie sich anschauen, was Kind für ein grammatisches Genus hat, dann ist das Neutrum, das Kind. Aber Kindlichkeit hat als Genus Femininum, das heißt die Kindlichkeit. Und auch, dass das Genus von Kindlichkeit Femininum ist, das ist auch etwas, das durch den Kopf der ganzen Derivation festgelegt wird, nämlich durch Keit. Und ganz analog auf der rechten Seite, Brot ist Neutrum, das Brot, aber Brotbackautomat ist Maskulinum, der Brotbackautomat. Das heißt, auch hier bestimmt der Kopf des ganzen Kompositums Automat das Genus des gesamten Kompositums. Und es ist auch der Kopf, der deshalb die Flexionseigenschaften des Kompositums bestimmt. Wenn Sie sich anschauen, wenn Sie Kind flektieren, das Kind des Kindes und dann wie das derivierte Nomen flektiert wird, dann heißt es nicht die Kindlichkeit des Kindlichkeites, sondern die Kindlichkeit der Kindlichkeit. Das heißt, auch hier die Flexionseigenschaften werden vom Kopf bestimmt und nicht von irgendwas in die Struktur eingebettetes, sondern von dem Element ganz rechts. Und genauso bei dem Kompositum auf der rechten Seite, das Brot des Brotes, aber der Brotbackautomat des Brotbackautomaten. Auch hier wird das Kompositum als Ganzes so flektiert wie sein Kopf und nicht wie irgendwas in das Kompositum eingebettetes. Und wie schon gesagt, die Köpfe stehen rechts. Und darin sind sie auch erkennbar und das stimmt auch damit überein, wie die Bedeutungen darin komponiert werden. Kopf rechts, auch bei Mädchenhandelsschule, auch in beiden Lesarten. Es geht dann nur darum, in welcher Reihenfolge die Komposition vorgenommen wird, beziehungsweise welche Glieder zuerst miteinander komponiert werden. Aber unabhängig davon, wie das verläuft, die Köpfe stehen jeweils rechts. Es gibt aber auch Ausnahmen von diesem Kopf-Rechts-Prinzip. Und zwar zwei, nämlich bei der Derivation, also der Kombination von Wörtern, von bestehenden Wörtern mit Affixen, um neue Wörter zu bilden. Bei solchen Präfixen wie be und fer und zer und so weiter. Hier ist es so, da haben wir ja Präfigierungen wie beruhigen oder verzehren und solche Sachen. Und hier ist es so, dass die Kategorie des Ganzen nicht durch das Element ganz rechts festgelegt wird, sondern irgendwie durch das Präfix. Und das widerspricht dem Kopf-Rechts-Prinzip bei
morphologischen Köpfen. Das gefällt den Theoretikern nicht, wenn man solche Ausnahmen hat, aber das ist eben so und das muss man auch wissen. Und das zweite, die zweite Ausnahme, das sind Zirkumfixe, wie der Name eigentlich auch schon andeutet. Da ist es so, dass auch hier nicht das Element ganz rechts die Kategorie des Ganzen festlegt, sondern entweder das Zirkumfix als zweigeteiltes Element vor und hinter der Wurzel oder dem Stamm. Und dann gibt es auch noch Präfixe wie ge, die keine Zirkumfixe sind, weil das hintere Element fehlen kann. Also nehmen Sie sowas wie gezeter. Das gezeter, da haben Sie hinten kein Element mehr, kein Derivationselement, sondern nur vorne. Und auch da hätte man dann sozusagen das kopfartige Element links oder vorne. Und auch das bildet eine Ausnahme vom Kopfrechtsprinzip. Zusammengefasst, der Kopf ist das rechte Element einer Wortbildung. Er bestimmt die Kategorie, das Genus und die Flexionsklasse der Wortbildung. Mit den Ausnahmen, die ich Ihnen eben gezeigt habe. So, wie kann man jetzt im Lexikon die Wortbildung modellieren? Ich habe Ihnen ja in dem ersten Input-Video erzählt, dass es verschiedene Lesarten des Wortes Lexikon gibt. Und was wir hier mit Lexikon meinen, das ist eine Theorie des Lexikons innerhalb einer Sprachtheorie oder auch des mentalen Lexikons. Und dabei geht es darum, dass ein solches Lexikon ein Modell unseres Wissens über Sprache ist, sofern das nicht regelbasiert ist. Also unser Wissen über die Elemente, aus denen wir komplexe sprachliche Einheiten bauen. Was ist für so ein Lexikon als grammatiktheoretische Einheit oder als mentales Lexikon? Was ist in Hinsicht auf Wortbildung die Herausforderung für ein solches Lexikon? Wir müssen das Lexikon so gestalten, dass aus ihm sowohl usuelle als auch potenzielle Wörter hervorgebracht werden können. Wir sind ja in der Lage, Wörter zu benutzen, die uns ganz geläufig sind und die wir oft hören und produzieren. Sowas wie Lehrerin, das sind usuelle Wortbildungen. Als auch, dass wir sind auch in der Lage, potenzielle Wörter hervorzubringen, also solche, die noch niemand vorher hervorgebracht hat, die also nicht usuell sind, sondern neu. Sowas wie Avocado-Kern zerkleinererin. Das können wir auch produzieren und verstehen. Und unsere Theorie des Lexikons, die muss es erlauben, dass sowas möglich ist. Dann muss das Lexikon einen theoretischen Umgang mit regulär gebildeten und mit irregulären Lexemen bieten. Bei den regulär gebildeten ist es so, dass wir bei Lehrerin zum Beispiel eine ganz einfache, vorhersagbare Bedeutung bekommen. Wenn wir Lehrer und in kombinieren, dann bekommen wir eine weibliche Person, die lehrt. Aber das ist bei Bärenmüsli und Kindermüsli zum Beispiel nicht so. Deshalb sind das irreguläre Lexeme. Bei Bärenmüsli und Kindermüsli gibt es mindestens ein nicht durch Regeln vorhersagbares Merkmal. Denn Sie alle wissen, ein Bärenmüsli besteht aus Bären, aber ein Kindermüsli besteht nicht aus Kindern. Die meisten jedenfalls. Und wir sind trotzdem in der Lage, das zu verstehen und auch so zu produzieren, dass andere das verstehen, und zwar in unserem Sinne. Und auch dafür muss das Lexikon eine Handhabe haben. Diese beiden ersten Punkte hängen jetzt mit der Frage zusammen, ob und inwieweit in unserem Lexikon nur Wurzeln, Affixe und Regeln drinstehen, also die kleinsten
bedeutungstragenden Elemente und Regeln, wie sie zu kombinieren sind, oder ob da auch schon komplexe Wörter drinstehen. Also mit anderen Worten, steht da drin nur Lehrer plus in oder Lehrer und dann auch noch das Suffix in, oder steht da Bären drin und Müsli und Kinder und Müsli, oder steht da auch schon Bärenmüsli als Lexikoneinheit drin und Kindermüsli als Lexikoneinheit, so dass in dem Lexikoneintrag von Bärenmüsli und Kindermüsli auch schon spezifiziert ist, dass das eine Müsli aus Bären besteht und das andere Müsli aber für Kinder bestimmt ist. Und wenn wir nicht annehmen, dass da Bärenmüsli und Kindermüsli schon im Lexikon drinstehen und einfach so abgerufen werden können, dann müssen wir ja annehmen, dass die irgendwie regelbasiert kombiniert werden aus Bären und Müsli und Kinder plus Müsli. Dann müssten wir aber uns fragen, woher kommt jetzt die Lesart, dass das eine ein Müsli aus etwas ist und das andere aber nicht ein Müsli aus etwas, sondern ein Müsli für jemanden. Und zuletzt muss das Lexikon oder die Lexikontheorie auch noch in der Lage sein, die Wortbildungsmuster, die produktiv sind, zu erfassen. Die produktiven Wortbildungsmuster, das sind die, die wir immer noch benutzen, aus denen wir immer neue Wörter bilden. Und eine Möglichkeit, damit umzugehen mit diesen Fragen, ist, dass man annimmt, dass das Lexikon zunächst einmal eine Liste von allen Wurzeln und Affixen einer Sprache enthält, aber dann auch, dass es eine Liste von usuellen, komplexen Wörtern enthält. Also sowas wie Lehrer und Hausboot, vielleicht auch Bärenmüsli und Kindermüsli. Das sind dann also komplexe Wörter, die nicht mit Regeln aus Wurzeln und Affixen zusammengefügt werden, sondern die als Ganze mit ihren speziellen Bedeutungen im Lexikon gespeichert sind. Und daneben gibt es dann noch eine Menge von Wortbildungsregeln. Das heißt, das sind dann die Regeln darüber, wie man deriviert und komponiert. Also solche Derivationen und Kompositionen, wie wir sie eben ausführlicher besprochen haben. Ein Lexikoneintrag für sowas wie das Verb wecken könnte dann in etwa so aussehen. Wir haben als phonologische Merkmale Informationen darüber, wie das ausgesprochen wird, also weg. Dann gibt es morphologische Informationen zu diesem phonologischen String, nämlich dass es schwach flektiert wird. Dann gibt es syntaktische Informationen. Hier finden wir sowas wie einen syntaktischen Rahmen, in dem das Verb auftaucht. Wecken zum Beispiel mit einer Nominalphrase im Nominativ, einer Nominalphrase im Akkusativ und einer optionalen Präpositionalphrase mit aus. Also jemand weckt jemanden aus etwas. Oder etwas weckt jemanden aus etwas. Und die semantische Spezifikation oder die semantischen Merkmale dieses Verbs wären, dass dieser erste Handlungsteilnehmer verursacht einen plötzlichen Zustandswechsel vom zweiten Teilnehmer an dieser Handlung, und zwar aus dem Zustand, der durch die Präpositionalphrase beschrieben wird. Man könnte das auch so paraphrasieren, der Wecker verursacht, dass Holger seinen Zustand von schlafend nach wach ändert. Und als pragmatische Information könnte man sowas vermuten, wie dass das Wecken zum neutralen Register gehört, das heißt nicht in irgendwelchen speziellen Kontexten benutzt wird, sondern in allen Kontexten angemessen ist. Und dazu kommen dann eben die Wortbildungsregeln, was man mit Wecken noch alles machen kann. Wecker kann man daraus zum Beispiel derivieren und so weiter. Und da hätten wir auch noch ein zweites Beispiel für einen Lexikoneintrag, nämlich genau
für dieses R, für diese R-Endung in Wecker zum Beispiel. Und auch hier haben wir phonologische Information, das ist ein Tiefschwa-Wecker. Und die morphologische Information wäre, dass das ein Suffix ist, das maskulines Genus regiert. Das heißt, das wird ja ein Kopf sein, dieses Suffix. Und es ist dann ein Kopf, der das maskuline Genus festlegt für die Wurzel oder den Stamm, an den es herantritt. Und es hat ein Nullplural, der Wecker, die Wecker, auch eine morphologische Information. Die syntaktische Information wäre, es ist ein Affix, ein Derivationsaffix, in diesem Falle ein Suffix, das an eine verbale Basis dran tritt und die zu einem Nomen macht. Also weg ist ein Verb und daran tritt das Derivationssuffix R, Wecker, und dadurch macht das Suffix aus dem Ganzen ein Nomen. In Semantik könnte man so beschreiben, dass es sich dann dabei um einen Agens oder einen Verursacher oder ein Instrument handelt, der oder das werbt. Also im Falle von Wecker wäre das ein Wecker ist ein Agens, ein Verursacher oder ein Instrument, der weckt. Und bei Lehrer eben ein Agens, das lehrt. Und so weiter und so fort. Davon gibt es auch noch Ausnahmen, oder anders gesagt, es gibt derivierte Nomen mit dieser Endung, die nicht so funktionieren. Stricher ist nicht jemand, der stricht, und ein Seufzer ist auch nicht jemand, der seufzt, und ein Anhänger ist auch nicht jemand, der anhängt, sondern etwas, das irgendwo dranhängt. Das heißt, dieser Lexikon-Eintrag für dieses Suffix ist einfach noch nicht spezifisch genug. Da müsste man also noch theoretisch nachbessern. Aber damit Sie verstehen, wie sowas im Prinzip funktioniert, soll das ausreichen. So, nicht alle Wörter oder Wortbildungen im Lexikon, die theoretisch möglich sind, werden auch vorgenommen. Und das hängt an einem Prozess, den man Blockierung nennt. Schauen Sie mal diese Beispiele an hier. Sowas wie Kocher mit Sternchen bedeutet, das ist nicht wohlgeformt. Natürlich gibt es das Wort Kocher, aber es gibt das Wort Kocher nicht in der Bedeutung männliches Agens, das kocht. Oder Stehler, das Wort Stehler gibt es auch nicht. Und zwar nicht in dem Sinne, dass es ein männliches Agens ist, das stiehlt. Genauso mit Filterer, das ist auch kein Instrument, das filtert. Und Studierer ist auch kein männliches Agens, das studiert. Und solche Wörter wie Listigkeit oder Kühligkeit, die gibt es auch nicht. Warum nicht? Sind doch eigentlich, sagen wir mal, wenn man die morphologischen Prozesse betrifft, die da involviert sind, sollten das doch eigentlich Derivationen sein, die möglich sind. Und hier muss man sagen, dass es manche regelkonformen Wortbildungsresultate gibt, die blockiert sind, und zwar, weil sie entweder synonym oder homonym zu bestehenden Wörtern wären, also zu Wörtern, die es schon gibt. Und die menschliche Sprache und damit auch das Lexikon ist immer darauf aus, Ökonomie zu maximieren. Mit anderen Worten, die menschliche Sprache und das Lexikon, das mentale Lexikon ist faul. Das möchte so wenig Arbeit haben wie möglich, und deshalb vermeiden wir tendenziell Synonymie und Homonymie, also gleichlautende Wörter. Kocher, also als Agens, das kocht, ist zum Beispiel blockiert durch das Nomen Koch. Das gibt es nämlich schon. Und Stehler ist blockiert durch Dieb. Und Filterer ist blockiert durch Filter. Und Studierer ist blockiert durch Student. Und so weiter. Die Listigkeit, dafür gibt es die List. Und für die Kühligkeit, ein Wort meiner Tochter, gibt es die Kühle.
Andererseits gibt es dann doch sowas wie Mütterlein oder Mütterchen, wo wir Synonyme haben oder auch bei Läufer, das zum einen einen Teppich bezeichnen kann, aber zum anderen auch ein Agens, das läuft. Bei sowas wie Kocher, wo jetzt bestimmte Lesarten blockiert sind, aber das nicht als Ganzes unmöglich ist, spricht man von partieller Blockierung. Den Kocher gibt's ja. Es heißt nur nicht, oder es bedeutet nur nicht männliche Person, die kocht, sondern es bedeutet Instrument oder Gegenstand, mit dem man kochen kann. Und bei diesen ganzen Beispielen hier haben wir es mit Token Blocking zu tun. Dabei werden diese besonderen Wortformen hier blockiert, aber es gibt kein systematisches Gesetz, keine systematische Regel, die gegen diese Formen hier sprechen würde. Das ist anders bei solchen Wörtern hier auf der linken Seite wie Stupidheit, Solidheit, Liquidheit, Intimheit. Denn hier gibt es tatsächlich eine Regel, die dagegen spricht, dass solche Derivationen vorgenommen werden. Denn Adjektive, die auf id oder ide enden, die können nicht mit heit kombiniert werden. So lautet die Regel. Und deshalb spricht man hier auch von Type Blocking. Die wirklichen oder die wohlgeformten Derivationen finden Sie hier auf der rechten Seite, die heißen Stupidität, Solidität, Liquidität und Intimität und so weiter. Kommen wir noch zum Faktor Produktivität, der im Lexikon gehandelt werden muss. Unter Produktivität versteht man alle Wortbildungsregeln, nach denen häufig Neubildungen vorgenommen werden. Wir können stark produktive von schwach produktiven und von unproduktiven Wortbildungsmustern unterscheiden. Stark produktiv ist zum Beispiel dieses R-Suffix, von dem wir eben schon gesprochen haben, wo wir ein Agens ableiten, das verbt, zum Beispiel der Zocker als Agens, das zockt. Das ist stark produktiv, das machen wir immer noch mit vielen neuen Verben, Chiller und solche Sachen. Schwach produktiv ist eine Derivation mit Tum, Zockertum, aber nicht mehr Gedeihtum. Das unterliegt also stärkeren Restriktionen, solche Neubildungen mit Tum zu erzeugen. Und ganz unproduktiv sind solche Suffixe wie ein T, das wir in Fahrt und Zucht finden. Daraus bilden wir gar keine neuen Wörter mehr. Es gibt ein paar Faktoren, die die Produktivität von Wortbildungsmustern beeinflussen. Das sind zum Beispiel phonologische. Also wenn wir sowas haben wie Hengi, Michi und so weiter, also solche Ableitungen mit einem I am Ende, Luschi und solche Sachen, dann sind die zum Beispiel stark präferiert, wenn die aus einem Wort ein zweisilbiges machen, das ein Trocheus bildet. Also I hängen wir dann dran, wenn daraus ein Nomen resultieren kann, das eine betonte erste und eine unbetonte zweite Silbe hat. Genauso wie das eben bei Michi, Gabi, Hengi und Luschi ist. Dann gibt es auch noch morphologische Faktoren. Heitkeit und Ichkeit, Müdigkeit und so. Das sind Suffixe, die nur nach bestimmten Basen stehen können. Das hängt zum Beispiel mit dem Akzentmuster von den Basen zusammen, also wo die Betonung tragen. Syntaktische Restriktionen auf die Produktivität gibt es auch. Zum Beispiel ist das Suffix bar in, trinkbar, essbar
nur bei transitiven Basen produktiv. Und das bedeutet bei verbalen Basen, die, wenn sie als Verb benutzt werden, auch ein Akkusativobjekt haben. Semantische Restriktionen wären zum Beispiel, dass dieses R von eben, dieses R-Suffix, das ein Agens aus einem Verb macht, dass das nur bei bestimmten semantischen Basen produktiv ist, aber nicht bei anderen. Und pragmatische Faktoren, die die Produktivität beeinflussen, das wäre sowas wie, dass zum Beispiel das Suffix ler gegenüber r bei schafft leicht pejorativ sein kann. Also Gewerkschafter gegenüber Gewerkschaftler oder Burschenschafter gegenüber Burschenschaftler. Okay, kommen wir jetzt noch zur Komposition und schauen uns die ein bisschen genauer an. Also die Komposition war ja die Bildung eines Worts aus zwei oder mehr vorhandenen Wörtern. So wie bei Fliegendreck. Wir unterscheiden mehrere Arten von Komposition, nämlich eine Nomenkomposition, eine Adjektivkomposition, eine verbale Wortbildung, Adverbkomposition, Konfixkomposition und Phrasenkomposition. Bei der Nomenkomposition können wir alles Mögliche miteinander verbinden, so dass dann ein komponiertes Nomen dabei herauskommt. Die N plus N Komposita haben Sie schon gesehen, Hausboot, Mädchen, Handelsschule und so weiter. Dann kann man aber auch ein Adjektiv und ein Nomen kombinieren, Blaulicht oder ein Verb und ein Nomen, Malbuch oder eine Präposition und ein Nomen, Auftritt oder auch ein Adverb und ein Nomen, Linksdrall und Fortsetzung. Das Wichtigste ist nur, das haben Sie schon gesehen, der Kopf muss ein Nomen sein und wenn der Kopf ein Nomen sein soll, dann muss das Nomen auch ganz rechts stehen. Und das ist in diesen Beispielen hier so. Bei der Adjektivkomposition im Prinzip natürlich dasselbe. Rechts steht das Adjektiv als Kopf und was man davor setzen kann, damit das Ganze auch ein Adjektiv wird, das kann variabel sein. Hier kann es ein Nomen sein, wie in geräuscharm und herzzerreißend. Es kann ebenfalls ein Adjektiv sein, wie in altklug, neureich oder blassrosa. Und es kann auch ein Verb sein, wie in fahrbereit oder trinkfertig. Dann haben wir die verbale Wortbildung. Da sprechen wir eigentlich nicht von Komposition und deshalb steht hier auch verbale Wortbildung. Auch hier haben wir das Verb als Kopf, so dass das Kompositum auch zu einem Verb wird. Und wir können Nomen davor setzen, wie in Staubsaugen und Bergsteigen, ein Adjektiv, wie in Klugscheißen und Liebäugeln und ein zweites Verb, wie in Kennenlernen und in Sitzenbleiben. Im engeren Sinne bildet das hier keine Komposition, sondern eine Art von Präfigierung oder Suffigierung. Dann haben wir die Adverbkomposition. Hier resultiert ein Adverb, zum Beispiel in daher, hierher, dorther, hinterher oder in ferner hin und weiterhin. Auch hier ist das rechte Element ein Adverb und das erste Element kann ein Adverb oder ein Adjektiv sein. Dann haben wir aber auch noch sowas wie hinauf, durchaus, frisch auf, bergan und bergab. Da haben wir auf der rechten Seite eigentlich eine Präposition stehen. Und hier ist es strittig, ob es hier überhaupt so ein Determinativverhältnis gibt, wie in Determinativkomposita. Denn dann würde man ja vermuten, dass der Kopf rechts steht. Rechts steht hier dann aber eine Präposition. Und deshalb ist es strittig, ob man hier noch von einer Adverbkomposition sprechen kann. Aufgeführt werden soll es hier. Trotzdem. Konfixkomposita gibt es auch. Da sind involviert solche Konfixe, von denen wir auch schon gesprochen haben, die weder Affix noch Wurzel sind. Also sowas wie Biblio und viel und Auto und Nom. Das sind weder Affixe noch freie Wurzeln.
Sie können nicht frei vorkommen, sie haben aber eine lexikalische Bedeutung, anders als Affixe. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man ein Adjektiv daraus macht, bibliophil und autonom. Da ist es so, dass dann rechts das Konfix steht. Die gleichen Wörter kann man aber auch als Beispiele dafür benutzen, wie man ein Adjektiv ableitet, indem links das Konfix steht plus Adjektiv. Das hängt hier daran, dass bibliophil und autonom sowohl vorne als auch hinten als Erst- und als Zweitglied jeweils ein Konfix haben. Anders ist es hier bei Tofu-Burger oder Soziolekt. Da haben wir das Konfix auf der rechten Seite, Burger, Lekt und Ware, Aware, Entschuldigung, Hardware. Da haben wir das auf der rechten Seite und das sind nominale Konfixe, die machen also aus dem Ganzen ein Nomen. Anders als viel und Nom bei den Beispielen oben drüber. Und Biograph, Workshop und Ökotyp, da haben wir die Konfixe auf der linken Seite und die Elemente rechts, die Zweitglieder, machen die trotzdem zu Nomen. Man kann aber zum Beispiel aus dem Konfix Bio auch ein Adjektiv machen, wenn man logisch dahinter setzt, also ein Adjektiv. Und zuletzt gibt es noch die Phrasenkomposition. Da nimmt man also eine Mehrworteinheit, eine syntaktisch wohlgeformte Mehrworteinheit und macht die zum Erstglied von einem Kompositum. Das klingt komisch, ist aber so. Das sind so Beispiele wie der Lass mich in Ruhe Blick oder das graue Mausdasein oder die oben ohne Show. Hier ist es, also das ist möglich, das sehen Sie ja, und deshalb muss man das auch unter die Komposita aufnehmen. Es sind Nomen, aber sie haben als Erstglied ganze Phrasen. Und hier ist aber nicht ganz sicher, ob diese Wortbildung tatsächlich syntaktisch gesteuert ist oder ob diese Erstglieder nicht sowas wie gefrorene Zitate sind. So viel zu den Komposita. Kommen wir noch zu den Fugenelementen. Die sind uns auch schon mal begegnet. Die treten in Komposition und Derivation auf. Die sind aber keine Morpheme, das heißt, die sind keine Wurzeln und keine Affixe. Das S in Hoffnungsschimmer oder das S in Hoffnungsfroh, das wären Beispiele für Fugenelemente. Und die gehören stets enger zum Erstglied. Das kann man daran erkennen, dass das Erstglied die Art des Fugenelements festlegt. Und weil es enger in der Stellung enger zum Erstglied gehört, das sieht man an so Tests wie dem, den Sie hier sehen. Kinderwagen und Sitz kann man sagen. Man kann aber nicht sagen Kinderwagen und Ersitz. Daran sehen Sie, dass das Fugenelement R zum Erstglied gehört, Kind, und nicht zum Zweitglied Wagen. Denn wenn es zum Zweitglied gehören würde, dann wäre es auch in der Koordination mit Sitz, würde es auch zum Zweitglied gehören. Das tut es aber nicht. Diese Fugenelemente, das sind historisch Flexionselemente, also historisch waren das mal Affixe. Sind es jetzt aber nicht mehr. Schwanengesang, das war der Gesang der Schwanen und Tagesgeschäft, daran sehen Sie das. Unser Genitiv von Schwan heißt nicht mehr Schwanen und deshalb können wir auch nicht sagen, dass das ein Flexionselement ist, sondern das ist ein Fugenelement. In Tagesgeschäft sehen Sie, dass das historisch mal Flexionsformen waren, denn dieses Tages, das Geschäft des Tages, das heißt, das ist immer noch der gültige Genitiv von Tag, aber es ist trotzdem im Sprachsystem betrachtet nur noch ein Fugenelement. Synchron sind das also keine Flexive mehr und sie sind auch im Auftreten nicht vorhersagbar.
Also, wir können nicht vorhersagen, dass das Fugenelement zwischen Zunge und Spitze ein N ist, wie in Zungenspitze und in Freundeskreis und in Liebesbrief genauso. Denn der Genitiv Singular von Zunge heißt nicht Zungen und der Freundeskreis ist auch nur mit mehreren Freunden natürlich möglich, aber der Genitiv Singular von Freund heißt Freundes und der Genitiv Plural hieße Freunde, es das heißt aber Freundeskreis und nicht Freundekreis. Deshalb ist das semantisch sinnlos. Genauso wie bei Liebe. Genitiv heißt ebenfalls Liebe, die Liebe der Liebe und das S hat mit der Flexion nichts zu tun. Hier haben wir es also tatsächlich mit sinnlosen Fugenelementen zu tun, die phonologisch motiviert sind. Jetzt noch zu der Frage, die wir schon angeschnitten hatten. Was können N plus N Komposita eigentlich bedeuten? Wir haben ja gesehen, oder ja, wir können leicht sehen, dass NN-Komposita unbegrenzt produktiv sind. Das heißt, wir können jederzeit neue Komposita aus zwei Nomen bilden. Und sogar Selbstkomposita sind akzeptabel, weil wir dafür kontextabhängig sinnvolle Lesarten konstruieren können. Zum Beispiel eine Frauenfrau. Das könnte eine Frau sein, die sich um Frauen kümmert. Aber diese solche N plus N Komposita, die geben uns mit ihrer Bildungsweise, wo einfach nur zwei Nomen und vielleicht ein Fugenelement auftreten, überhaupt keine grammatischen Hinweise darauf, welche Beziehung semantisch zwischen dem Erstglied und dem Zweitglied besteht. Das sehen Sie an Rinderschnitzel, Kinderschnitzel und Jägerschnitzel. Ein Rinderschnitzel besteht aus Rinderfleisch, ein Kinderschnitzel besteht aber nicht aus Kinderfleisch und ein Jägerschnitzel besteht auch nicht aus Jägerfleisch, sondern das Kinderschnitzel ist ein Schnitzel für Kinder und das Jägerschnitzel ist ein Schnitzel nach Jägerart. Es gibt aber ein paar Indizien, die man anbringen kann dafür, was solche NN-Komposita bedeuten. Das erste Indiz wäre, dass deverbale Zweitglieder, also das Zweitglied ist von einem Verb abgeleitet, das steht oft in einer Rektions- oder Valenzbeziehung zum Erstglied. Das heißt, sowas bei Steuererstattung, Koksdealer, Reisebeginn und Semesterbeginn, da ist es so, das Erstglied wird erfordert von dem Verb, das im zweiten drinsteckt, im Zweitglied. Also die Steuer wird erstattet, Koks wird gedealt, was begonnen wird, ist die Reise, was beginnt, ist das Semester. Das heißt, das wäre ein Indiz, wenn wir so ein deverbales Zweitglied haben, dass das Erstglied in einer Valenzbeziehung dazu steht. Das zweite Indiz wäre, dass das Zweitglied so als inhärente Bedeutung eine Relation ausdrückt. Also, wer Sohn ist, ist Sohn von irgendwem. Wer Fan ist, ist auch Fan von irgendwas. Und ein Anhänger hängt auch an irgendwas dran. Diese Zweitglieder sind alle inhärent relational. Und deshalb ist hier naheliegend, das Erstglied so zu interpretieren, dass das diese Relation ausfüllt, die das Zweitglied anzeigt. Also der Professorinnensohn wäre dann eben plausiblerweise der Sohn von einer Professorin. Der Metal-Fan ist ein Fan des Metals und der Fahrradanhänger ein Anhänger für das Fahrrad. Ein weiteres Indiz wäre, dass das Zweitglied ein präpositionales Komplement fordert. Also Prüfungsangst, Todessehnsucht, Freiheitswunsch. Wenn Sie die Zweitglieder isoliert nehmen, dann haben wir so feste Fügungen wie Angst vor etwas haben, Sehnsucht nach etwas haben und Wunsch nach etwas haben. In den Kompositionen hier sind diese Präpositionen nicht ausgedrückt, aber wir können spekulieren, und zwar plausibel spekulieren, dass das Erstglied in genau den
Beziehungen zum Zweitglied steht, die durch diese festgefügten Präpositionen ausgedrückt werden, die mit diesen Zweitgliedern verbunden sind. Also Prüfungsangst als Angst vor der Prüfung, die Todessehnsucht als Sehnsucht nach dem Tod und der Freiheitswunsch als Wunsch nach Freiheit. Genau, und hier haben wir nochmal die Frauenfrau als Frau, die sich um Frauen kümmert, und die drei verschiedenen Schnitzeltypen, an denen sehen Sie nochmal, dass tatsächlich nichts an diesen Komposita uns anzeigt, welche Beziehung da herrscht, und dass das ganz frei wählbar ist. Aber es gibt eben die Indizien, die ich eben genannt habe. So, und es gibt so ein paar typische Grundrelationen, die durch NN-Komposita ausgedrückt werden. Also, eine erste Grundrelation wäre, dass das Zweitglied in einer temporalen oder lokalen Relation zum Erstglied steht. Also die Gartentür, das ist die Tür lokal zum Garten. Das Erdöl, das ist das Öl aus der Erde. Und das Mittagessen, das ist temporal das Essen, das es zum Mittag gibt. Oder das Zweitglied ist vom Erstglied verursacht. Ja, das Brandloch ist das Loch, das durch einen Brand verursacht wurde. Der Tipp, der Profi-Tipp ist der Tipp, der von einem Profi gegeben wurde, und das Sägemehl ist das Mehl, das durch das Sägen verursacht wurde. Eine weitere häufige Möglichkeit ist, dass das Zweitglied materiell durch das Erstglied konstituiert wird, also bestehen aus. Der Tisch aus Holz ist der Holztisch, der Würfel aus Zucker ist der Würfelzucker, und das Maul, um das Honig geschmiert ist, ist das Honigmaul. Das Zweitglied kann auch thematisch durch das Erstglied konstituiert sein. Das Tierbuch handelt von Büchern, der Impfgipfel, da wird das Impfen besprochen, und in der Buchkritik wird das Buch besprochen. Auch der Zweck des Zweitglieds kann durch das Erstglied bestimmt sein. Der OP-Saal ist ein Saal zum Operieren, die Regenhose eine Hose, um sie im Regen zu tragen, und der Hustensaft ein Saft gegen den Husten. Und zuletzt kann auch noch das Zweitglied durch oder mit dem Erstglied funktionieren. Also eine Handbremse wird mit der Hand betätigt, der Solarstrom funktioniert mit Hilfe der Sonne und der Akkubohrer mit Hilfe einer wiederaufladbaren Batterie. Und jetzt sehen wir hier, dass das Rinderschnitzel eben ein solches ist, wo das Schnitzel materiell durch Rind konstituiert ist. Das Jägerschnitzel ist thematisch durch den Jäger konstituiert, und das Kinderschnitzel wird durch den Zweck des Erstglieds bestimmt, nämlich ist, dass es für Kinder bestimmt ist. Und so, diese typischen Grundrelationen kehren in sehr vielen Nomen-Nomen-Komposita wieder, und wir sind meistens aus semantischen Gründen in der Lage, hier diese Grundrelationen darin zu erkennen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.